Eine junge Deutsche auf dem Weg durch Ostafrika. 1907 zieht sie wochenlang mit einem großen Siedlertreck Richtung Kilimanjaro. Auf der Suche nach fruchtbarem Farmland. Über Wochen geht es mühsam voran. Durch trockene Ebenen und dichten Busch. Geplagt von Hitze und Hunger. Es war dieser Moment, den ich nie vergessen habe und der mein ganzes Leben bestimmen sollte. Vor uns lag eine Ebene, die von den Schwarzen Auge des Wassers genannt wurde und gleich dahinter am Fuße eines Vulkans Momella mit seinen klaren Seen und seinem undurchdringlichen Busch. Es war das Afrika, von dem ich immer geträumt hatte. Tatsächlich sollte Momella für Margarete Trappe zur neuen Heimat werden. Doch was sie nicht ahnt, vor ihr steht ein 50 Jahre dauernder Kampf um die Farm, der sie schließlich in Ostafrika zur Legende werden lässt. Es sollte ein Leben der Extreme sein, getrieben von dem unbeirrbaren Wunsch, diesen Ort niemals wieder zu verlassen. Margarete Trappe wird die erste Großwildjägerin Ostafrikas. Mit den Jahren wandelt sie sich vom Jäger und Wilderer zum Tierschützer. Mama und Joe, kommt schnell! Die Männer schlagen sich tot! Geht sofort auseinander! Schauen Sie mal! Hier! Wir haben es geschafft! Der Bruana schickt mich. Liebste Gretel, es ist Krieg in Europa. Soeben erreicht mich die Nachricht, dass sich Deutschland mit Frankreich, England, Russland und Serbien im Kriegszustand befindet. Schlechte Nachrichten? Mir war klar, dieser Krieg würde auch Ostafrika nicht verschonen. Tatsächlich sollte dieser Krieg unser Leben völlig verändern. Er sollte mein Leben völlig verändern. Denn nun war ich auf einmal allein für die Farm verantwortlich. Und für meine Kinder. Eine fremde Wildnis. Doch gerade hier will sie ihr Leben verbringen. Ein Leben, das nach vielen Wirren des Schicksals und der Weltgeschichte zu einem Mythos werden sollte.